Das Jahr 2019 war für Russland voll von positiven Ereignissen. Erinnern wir uns an diejenigen zurück, die nicht politisch sind. Im Jahre 2019 hat Russland 25 Weltraumraketen gestartet, was 5 mehr sind als im Jahr zuvor. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind alle Starts ohne Ausnahme unfallfrei verlaufen. Insgesamt wurden 73 Raumfahrzeuge in das All gebracht, darunter auch das einzigartige Spektrum-WG-Labor, das bereits mehr als 10.000 neue Weltraumobjekte entdeckt hat und bis mindestens 2031 das fortschrittlichste Observatorium außerhalb der Erde bleiben wird. Im Juni stellte der russische Astronaut Oleg Kononenko einen neuen Rekord für den Gesamtaufenthalt an Bord der ISS auf 773 Tage. Ein weiterer Weltrekord wurde vom Frachter Progress MS-12 aufgestellt, der nach dem Start von Weltraumbahnhof Baikonur in nur 3 Stunden 19 Minuten zu ISS flog. In diesem Jahr hat Russland auf neue Raketen Soyuz 2.1A mit einem digitalen Kontrollsystem umgestellt. Zum ersten Mal schickten die Russen den Roboter Fjodor zu ISS. Die Erfahrungen, die während dieser Expedition gewonnen wurde, werden bei der weiteren Entwicklung dieser Technik berücksichtigt. Im vergangenen Jahr hat Russland aktiv das Projekt des neuen Passagierflugzeugs MS-21-300 weiterentwickelt. Es wurden 4 Musterflugzeuge erstellt, die getestet werden. Im Frühjahr stieg zum ersten Mal ein brandneues militärisches Leichtflugzeug IL-112V in die Luft. In diesem Jahr erhielt das Militär 143 neue Flugzeuge und Hubschrauber, darunter 5 modernisierte strategische Raketenträger. Erstmals wurden ein neuer Transport- und Landungshubschrauber MI-38T mit einem neuen Motor TV-717V sowie die neuesten Kampfhubschrauber MI-28NM Nachtjäger und eine Drohne mit großer Flugdauer Orion der Armee ausgehändigt. Die Dienstleistungen der zivilen Luftfahrt wurden innerhalb der vergangenen 11 Monaten von mehr als 119 Millionen Menschen genutzt. Dies sind 10% mehr als im vorausgegangenen Jahr. Am 26. Dezember wurde auf der Admiralitätswerfe das Diesel-Elektro-U-Boot Wolhov feierlich zu Wasser gelassen. Das U-Boot dient den Bedürfnissen der Marine. Das Führungsboot dieser Serie wurde der Flotte einen Monat zuvor übergeben. Im November begann bereits der Bau des 3. und 4. Bootes der Serie. Im Oktober begann das Schneiden des Metalls für das 5. Schiff. Insgesamt hat die Marine im laufenden Jahr 19 Kriegsschiffe und Versorgungsschiffe erhalten, weitere 17 wurden zu Wasser gelassen, 15 Schiffe verschiedener Klasse befinden sich im Bau. 13 neue Schiffe werden im Laufe des Jahres zivile Kunden erhalten. Insgesamt sind 73 Schiffe im Bau. Das planmäßige Gütervolumen auf der Nordostpassage wurde übertroffen und wird bis zum Ende des Jahres mehr als 30 Millionen Tonnen erreichen. Im Laufe des Jahres wurden in Russland 306 neue Großbetriebe eröffnet. Das Wachstum der russischen Wirtschaft wird im Jahr 2019 1,5% erreichen, das Wachstum der industriellen Produktion ca. 3%. Die Produktion von Bahnlokomotiven und Güterwaggons, medizinischen Geräten und Bussen ist erheblich gestiegen. In diesem Jahr setzte sich das Wachstum der Stromerzeugung fort. Insbesondere der Rekord der Stromerzeugung in Kernkraftwerken ist das Ergebnis ihrer Modernisierung und Inbetriebnahme neuer Kapazitäten. 2019 wurden im Land mehr als 120 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das ist noch mehr als die Ernte des Vorjahres. Einen Rekord in der Geschichte wird die Ernte von Ölpflanzen und Zuckerrüben darstellen. Die Produktion von Milch und Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, wächst. Das Ergebnis, die Exporte der Landwirtschaftsprodukte übersteigen 24 Milliarden US-Dollar. Das sind die wichtigsten, aber nicht alle Errungenschaften Russlands im Jahr 2019. Abonnieren Sie unseren Kanal,
um über die wichtigsten russischen Nachrichten informiert zu sein, über die die westlichen Medien nicht berichten.